Was ist denn jetzt rausgekommen? Es gab da einige Streitpunkte, Maskenpflicht, 3G-Regelung, vor allem eben in der Gastronomie und vor allem was die Quarantäneregelung betrifft, da hat man sich ja irgendwie nicht einigen wollen. Die einen wollten eine Lockerung, die anderen haben Angst, dass gerade eben im Gesundheitsbereich, wo man halt dringend Personal braucht, dass das dort zu riskant wäre. Fangen wir mit der Maskenverordnung an, weil die wurde ja schon am Freitag angekündigt, die hätte eigentlich seit heute in Kraft sein sollen. Das hat sich hinausgezögert und das war tatsächlich ein Machtkampf zwischen Gesundheitsministerium, einigen Ländern, aber auch der ÖVP, weil eigentlich hatte die ÖVP am Freitag zugestimmt der Forderung, dass man wieder die FFP2-Masken in geschlossenen Räumen einführt. Und da nach dem Wiener Modell. Wir kennen das ja hier in Wien, du brauchst es im gesamten Handel, die Maske, nicht nur im Supermarkt oder Apotheke. Und du brauchst es auch, wenn du in ein Restaurant, in ein Café gehst, bis du zum Platz gehst. Ganz plötzlich hat gestern der Gesundheitsminister eine andere Verordnung vorgelegt. Das ist die, über die wir berichtet haben. Und da hätte es von Handel über Gastronomie, über alle Bereiche die Wahl geben sollen des Betreibers, ob du FFP2-Masken oder 3G machst. Da haben dann die Verhandlungsteilnehmer gesagt, das ist in Wirklichkeit nicht praktikabel, nicht umsetzbar und eigentlich hatte man sich auf ein anderes Modell geeinigt, deswegen wurde das gestern gekippt. Jetzt ist es tatsächlich so gekommen, wie es eigentlich in Wien gilt. Ab jetzt werden die FFP2-Masken zurückkehren im gesamten Handel, bei den körpernahen Dienstleistern und in den Restaurants und Cafés, in Hotel, bis du halt zum Platz kommst. Wie man das gewohnt ist. So wie wir es in Wien kennen. Ja. Zumindest kehrt es auch und so wie es in den anderen Bundesländern vor der Lockerung am 5. März war, kehrt es zurück. Die Wahlmöglichkeit 3G oder FFP2-Maske kommt nur im Bereich Nachtgastronomie/Bars und bei Veranstaltungen über 100 Personen. Da kann man eben auswählen, ob man das Modell macht, alle tragen Masken, was natürlich in einer Diskothek oder in einer Bar schwer möglich ist, wie wir alle wissen, dass du dort mit FFP2-Maske stehst. Dann gilt 3G. Auch das ist im weiteren Sinn eigentlich das Modell, das Wien schon die ganze Zeit hat. Nur Wien hat eben statt 3G 2G, also nur geimpft oder genesen, nicht auch getestet. Darauf hat man sich jetzt um knapp nach 16 Uhr endlich geeinigt. War eine wirklich schwere Geburt. Damit hat natürlich die ÖVP den Gesundheitsminister, der erst kurz im Amt ist, muss ich dazu sagen, noch einmal vorgeführt. Das ist schon erstaunlich, die Brutalität, in der das passiert. Das andere, wo sich eher der Gesundheitsminister durchgesetzt hat, ist die Quarantäneregelung. Genau, und die ist jetzt neu, Isabel, und die möchten wir jetzt mit Breaking News jetzt vorstellen. Breaking News. Also diese Quarantäneregelung, du hast gesagt, der Gesundheitsminister hat sich hier durchgesetzt, es wird jetzt verkürzt. Genau, also auch da gab es Debatten, da gab es durchaus Rufe von einzelnen ÖVP-Landeshauptleuten, die gemeint haben, man solle, ähnlich wie es in Großbritannien oder jetzt demnächst in Spanien passiert, die Quarantäne zur Gänze aufheben. Das wollte der Gesundheitsminister nicht, er wollte sie aber sehr wohl verkürzen, auch fürs Gesundheitspersonal, vielleicht besonders fürs Gesundheitspersonal. Das lehnt wiederum Wien ab, aber es wird so sein, dass du nach 5 Tagen, wenn du symptomfrei bist, raus kannst, selbst wenn du noch keinen negativen Test hast. Allerdings, und das wird dann halt die Frage sein, wer das und wie das kontrolliert wird, du musst da durchgängig die FFP2-Maske tragen. Das heißt, sobald du aus deiner Wohnung, aus deinem Haus rausgehst, auch an der Luft, am Arbeitsplatz permanent die Maske haben. Also und du darfst
Bis zu den 10 Tagen, die schon bisher gegalten haben. Aber diese quasi Übergangsfrist, diese 5 Tage, wenn du einen CT-Wert hast, der unter 30 ist oder wenn du dich gar nicht freigetestet hast, sondern nach 5 Tagen einfach sagst, ich verkürze die Quarantäne, durchgängig die FFP2-Maske drauf haben. Und gleichzeitig, du darfst nicht in Lokale gehen, du darfst nicht in Veranstaltungen gehen, also du darfst wirklich nur der Arbeit nachgehen. Das ist halt die Frage, inwieweit das dann in den Spitälern gut funktioniert. Da haben Einzelne zum Beispiel in Wien Sorgen, dass man gerade bei der Pflege von kranken Menschen, von älteren Menschen welche ansteckt. Das ist am Ende auch eine Haftungsfrage. Manche Bundesländer wollten das aber, weil einfach die Systemausfälle schon dermaßen groß sind, dass sie es nicht mehr geschafft haben, den Regelbetrieb aufrechtzuerhalten. Also hat man jetzt doch eine Lösung gefunden, sozusagen, mit der alle irgendwie so halbwegs leben können? Ja, aber man muss natürlich dazu sagen, das ist schon alles extrem chaotisch gewesen und das hilft natürlich nicht bei der berühmten Compliance, also wie sich die Menschen an etwas halten. Weil wenn ich halt die ganze Zeit ein Hü-Hot mache, sind sich eigentlich alle Experten einig, es war am 5. März zu früh, die Maskenpflicht aufzuheben, das war ein Fehler. Jetzt tut man das wieder einführen am Höhepunkt der Welle, also die ist bei den Jungen quasi sogar schon, der ist sogar schon überschritten. Gleichzeitig, ich habe heute für meine Sendung am Abend Peter Klimek interviewt und er sagt, es ist immer noch sinnvoll, die Masken einzuführen, weil man damit die Dauer der Welle verkürzen kann. Also das ist ein Vorteil. Was die Quarantäneregeln angeht, ist übrigens Peter Klimek eher sehr skeptisch, ob das sehr weise ist, das zu machen. Ja, das wird sich auch zeigen. Also wir sehen natürlich das Problem, dass eben so viele Pflegekräfte fehlen zum Beispiel, ist natürlich auch eine schwierige Situation für die, die dann weiterarbeiten müssen, die doppelte Arbeit leisten müssen. Das ist natürlich alles nicht fair. Aber einmal mehr kommen wir zu dem Punkt, es wurde zu früh gelockert. Genau. Jetzt sagt aber wieder auch die Tourismusministerin Köstinger im Ausland, ist alles jetzt schon aufgehoben und wir verschärfen jetzt schon wieder. Das war ja jetzt so das Gegenargument. Ja, aber man muss dazu sagen, erstens stimmt das nicht, dass alle einfach drauf losgelockert haben. Wir haben nach Dänemark und nach Großbritannien eigentlich als Erste einfach alles aufgegeben. Und es kommt ja immer darauf an, wann du lockerst. Wenn du lockerst, wenn die Fallzahlen nach unten gehen, also die Welle gebrochen ist, machst du ja das Richtige. Wenn du lockerst, während gerade die BA2-Variante ansteigt, und das war ja bei uns der Fall, ja, dann machst du natürlich was Falsches. Wo ich Köstinger recht gebe, es ist ein Land, auf das ich häufig schaue, das ist Frankreich. In Frankreich gibt es in 3 Wochen den ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen und die haben jetzt tatsächlich auch weitflächig gelockert, aber jetzt erst. Und da ist es so, dass tatsächlich die BA1-Welle gecrashed wurde. Also da haben Sie durchaus recht, da hätte man rein prinzipiell lockern können. Gleichzeitig sagen aber jetzt die französischen Infektiologen, Vorsicht, weil bei uns steigt gerade die BA2-Variante. Die könnten in etwas Ähnliches reinkommen, haben aber einen Vorteil und das sieht jetzt jeder von uns, wenn er aus dem Fenster schaut oder kurz rausgeht. Es ist natürlich jetzt schon, wird es wärmer. Wir sind schon im Frühling. Es war natürlich ein Unterschied, lockere ich am 19. Februar und am 5. März, wo es in unseren Graden halt noch kalt ist und sich das Großteil des Lebens drinnen abspielt, oder mache ich es so, wie zum Beispiel Italien, die überhaupt auf den 1. Mai warten, weil es da natürlich wirklich schon schön warm ist und sich das Leben vor allem draußen abspielt.